Hallo Twitch nochmal und hallo YouTube, weil ihr seht es auch heute wieder Streamaufzeichnung ab heute. Solange ihr mich so hier unten seht, ist Streamaufzeichnung. Ich habe den Stream heute etwas überstürzt begonnen. Ich habe heute keine Just-Chatting-Phase oder irgendwas im Stream, deswegen Überraschung. Es geht einfach direkt los mit dem Spiel und ich weiß, ich habe auf YouTube gesagt, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und dann habe ich die Werkstatt und das Lagerhaus gestrichen. Und das habe ich auch tatsächlich gemacht. Hier drin waren wir, glaube ich, fertig auf YouTube. Hier hatten wir ja hier die Toiletten. Ich habe das Lager gestrichen. Es ist grau. Es sieht jetzt nicht so freundlich gestrichen aus, aber es ist gestrichen. Und hier drin ist es tatsächlich auch dunkelgrün, schwarz, wie auch immer. Auch gestrichen. Und die Werkstatt, bitte erschreckt nicht. Ich wollte es aber gerne an einer Wand testen. Achso, wir haben von außen dunkelgrün, Petrol und weiße Türen. Und wir haben hier drin, wir haben eine pinke Wand. Ich wollte es einfach testen, aber das Pink ist halt wirklich ultra grell. Ja. So ist das. Und wir haben ja gesagt auf YouTube, sobald wir weiterspielen, öffnen wir die Tankstelle wieder. Und so tun wir, weil ich habe, glaube ich, alles gestrichen. Ich habe alles getan. Und ich habe eh kein Geld mehr. Wenn wir schon mal hier sind. How was the rush hour, nephew? Hope you didn't get trampled beneath all the customers coming in from that bus. I've heard workers tell me there's little difference between a passenger bus and Armageddon. Now, if you're feeling overworked, how about investing in some help? Trust me, it's a completely different experience being the one in charge. Give it a shot. See how it feels to be the boss of your own establishment. Wir können. I'll send you more information in an email in the future. Wir können Leute anstellen. Es ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Mir ist gerade sehr warm. Ich habe gerade Suppe gegessen. Wir können Mitarbeiter einstellen. Aber um das richtige Feeling zu bekommen, hauen wir ja nochmal selbst durch. Rein, raus. Ihr wisst schon. Gut. Sobald wir Geld haben, müssten wir wieder einkaufen. Aber jetzt gucken wir erstmal. Wir können am PC den ersten Wohnwagen kaufen. Wahrscheinlich brauchen wir einen Wohnwagen, bevor wir jemanden anstellen können. Aber später. Wir gucken erst nochmal hier. Ich will gern, dass die Tasche ordentlich steht, weil sonst kriege ich die hier nicht mehr hingestellt. Gut, dann warten wir mal auf die erste Kundschaft. Ah, da kommt sie schon. Hallo Susi. Heute überstürzter Start ins Spiel, aber wir verlieren keine Zeit. Aber hast nicht viel verpasst. Ich habe erstmal kurz YouTube abgedatet, was hier passiert ist. Wie mit YouTube vereinbart. Und ich habe gerade die Tankstelle erst wieder geöffnet, weil wir haben kein Geld mehr. Und es kommen Kunden. Es kommen direkt viele Kunden. Super. Boah, glatt 30 Euro Dollar. Okay, wir kommen jetzt erstmal wieder rein hier ins Spiel. Sollte aber eigentlich funktionieren. Ich habe vor 2 Tagen das letzte Mal gespielt. Wir haben jetzt 5 von 6 Parkplätzen besetzt. Belegt. Wir müssten vielleicht bald in neue Parkplätze investieren. Wir könnten auch in eine zweite Zapfsäule investieren. Vielleicht machen wir das als nächstes. Aber dann müssen wir bedenken, wir brauchen immer Geld für Sprit. Einen guten Appetit, Susi. Ich habe auch gerade gegessen. Eine kleine Suppe. Weil heute Abend geht es zum Griechen. Oh,
brauche ich jetzt nichts Großes. Thanks. Okay, ich muss mich erst wieder an den Stress gewöhnen, den wir hier haben werden. Ich habe, wie gesagt, ich habe gar keine Zeit, Kofferräume zu knacken. Ich weiß nicht, wie man das machen soll. Wahrscheinlich, wenn man für alles Angestellte hat, kann man das dann machen. Aber aktuell habe ich gar keine Zeit. Wird nicht lange dauern, dann haben wir ein Auto in der Werkstatt. Job. Und leider, der Partybus, von dem unser Onkel gerade gesprochen hat am Telefon, kam, als wir die Tankstelle geschlossen hatten. Aber das scheint ja ein wiederkehrendes Phänomen zu sein. Phänomen? Das klingt komisch. Mit diesem Bus. Also ich glaube, wir werden früher oder später auch ein Partybus mal erleben, wenn die Tankstelle geöffnet ist. Sieht aus wie bei Hempels unterm Sofa. Griechisch, ja. Ich habe letztes Mal bei dem Griechen Gyros gegessen. Ich will aber heute gern mal Nudeln essen. Kundenwerkstatt. Bin gespannt, ob die Nudeln auch schmecken. Hey, hier kommt gar nicht mehr das 3-2-1. Warum? Als ich das vorgestern gespielt habe, kam immer ein Countdown. 3-2-1 reparieren. Ich werde erstmal wieder ein bisschen Geld verdienen, weil ich habe sehr viel Geld ausgegeben. Muss erstmal wieder Geld verdienen. Dann gucken wir uns das mal an, was das kostet, wenn wir uns einen Mitarbeiter holen. Oh, verdammt, wir müssen. Oh, ich habe die Werkstatt verbessert. Wir müssen einen Ölwechsel machen. Wie geht das? Sieht aus wie eine Ölkanne. Können wir das noch nicht? Hilfe, das Spiel sagt mir nicht, was ich machen muss. Ja gut, dann muss ich warten. Oh nein, Dennis! Ich habe gerade keine Zeit. Ich muss schnell an die Kasse. Oh mein Gott. Ja, also wir könnten dann eine zweite Zapfsäule bauen. You want me to pay full price for this? Wir müssen gucken, dass unsere Popularität weiterhin steigt. Wir können die Anzahl der Parkplätze noch erhöhen. Danke, Ladante, davon bin ich jetzt auch ausgegangen. Aber ich hatte kein Geld, um Sachen zu kaufen. Ja, also wir können hier noch einiges tun, aber ich glaube, ich brauche dann Angestellte, die sich entweder wenigstens ums Putzen kümmern oder ums Kassieren. Weil, ja. Alles kriege ich dann auch nicht mehr schnell auf die Reihe. Und ich weiß nicht, ob das auch auf Schnelligkeit geht, wie schnell man Kunden bedient. Super.
Und tatsächlich habe ich herausgefunden, dass Autos auch einfach fahren, wenn die ewig nicht bedient werden. Und ich weiß nicht, ob einem dann Sprit abgezogen wird und die bezahlen einfach nicht. Oder ob die halt einfach fahren. Ach, Dennis. Hast wieder überall deine Vögelchen dran gemalt. Ich muss mir eigentlich irgendwo wirklich einen Müllbeutel zurechtlegen, den ich dann schnell gegriffen bekomme. Na toll, ich habe keinen Müllbeutel. Um Dennis abzuwerfen. Angestellte machen Sinn. Ja, aber ich will halt erstmal ein bisschen Geld haben, ehrlich gesagt. Ich will halt mich nicht ins Ruin, in den Ruin stürzen. Was kostet denn ein Wohnwagen? 250. So, das heißt, wir müssen erstmal 250 Geld haben für einen Wohnwagen. Ich muss aber bestimmt auch wieder Sprit kaufen. So, dann können wir an der Kasse tatsächlich konzentrieren. Wenn wir dann genug Sprit erstmal wieder haben, für den Wohnwagen sparen. Wobei ich muss auch wieder Eis einkaufen und Snacks und ja. Also jetzt geht es erstmal nur ums Geld machen. Und ums Putzen. Ich schmeiß einfach hier Müll hier rein. So, ich mache hier schon mal auf. Ich hoffe, es wird nichts geklaut. Komm gleich. Es ist halt schwierig. So 10 Jobs auf einmal schnell zu machen, zumal du dich ja auch nicht porten kannst. Du kannst ja nicht dich vom Lager hierher porten und ich will auch nicht so oft die Tankstelle zumachen, ehrlich gesagt, weil jedes Mal, wenn ich die Tankstelle zumache, hauen alle Kunden, die gerade da sind, einfach ab. Also die kaufen dann nicht fertig ein, sondern die gehen einfach. Ja, das finde ich doof. Hey, die Flasche! No. Ich hab die Flasche doch in den Korb gemacht. Super. So. Kraftstoffstatus ist niedrig. Ja, ich kauf gleich. Sprit. That'll do. Tschüss, schnell. Ja. Aber ich muss sagen, durch diese verschiedenen Jobs, die man halt machen muss in dem Spiel, wird es nicht langweilig. Es wird nur stressig. Aber vielleicht kriegen wir das ja in den Griff. Amen, sorry. So, und wo steht jetzt dann hier das Öl? Ah, da. So. Ach so, ich muss das direkt in die Hand nehmen. Was? Ah. Oh, das zieht ja noch nach.
Und jetzt? Ja. Rechte Maustaste. Okay. Gucken, ob der Sprit noch reicht. Incredible. Okay, dann gleich müssen wir auch unbedingt Sprit kaufen, weil ich habe nichts mehr. Great. Ich weiß auch nicht, wenn wir eine zweite Zapfsäule kaufen, ob dann automatisch das Benzinlager, also der Tank, auch größer wird. War knapp. Ich glaube, mein Tank ist schon größer geworden. Ich konnte sonst nie so viel bestellen. Great. Banane, alles klar. Wir müssen gleich mal gucken. Weil 0 Uhr werden die Preise resettet. Von den Snacks und so, ob wir was günstig haben. Dann bestellen wir schon mal. Wir brauchen auf jeden Fall, aber wir können jetzt auch Autopflege und Zeitung übrigens anbieten. So, ein paar Getränke und ein paar Snacks. Bisschen Alkohol. Wow. Ach doch, ich habe 350 Platz. Ja, Entschuldigung. Nicht mehr Kraftstoff. Manchmal ist die Übersetzung ein bisschen... Der Fisch war das Beste. Einfach random so ein lebender Fisch auf dem Boden. War schon witzig. Eine Banane hatte ich jetzt gerade aber auch das erste Mal, glaube ich. Aber der Fisch... Der war gut. Und dann kann man den auch noch der Frau an den Kopf werfen. Das war sehr gut. You're amazing. Juhu. Na, wo ist unser Lieferant? Ja, gut. Er ist gleich da. Schon wieder Müll voll. Jetzt kommen die Leute wieder nicht in den Laden. So, du kannst schon mal wieder einsteigen. Vielen Dank. Oh, oh Gott. Okay, wir gehen zuerst zur Zapfsäule. Weil an der Zapfsäule gibt es mehr Geld meistens als im Laden. Ich verstehe das bei den Kunden auch immer nicht. Wenn denen was in den Korb fällt, was ich nicht über den Scanner gezogen habe, sollten die sich doch freuen.
weil die schließlich nichts dafür bezahlt haben. Aber selbst da beschweren sie sich.